Hey Leute, bevor das Video losgeht, ich verlose heute richtig viele Rainbow Santa Paws, Silver Dragons und Silver Stacks und du kannst sie noch gewinnen. Auf dem Discord ist eine Verlosung, alle weiteren Infos kommen später in dem Video. Los geht's! Hey Leute, ich bin's Conny und heute spinnen wir mal wieder Pet Simulator X. Ich habe zu viel Pets und die Pets müssen raus. Ach ja, und ich bin gerade gar nicht in Pet Simulator X drin, ich glaube, ich muss mal das Spiel wechseln. Wusch! Okay Leute, da bin ich jetzt in Pet Simulator X drin. Ihr seht, ich habe ein bisschen gefarmt. Ich habe jetzt wieder die Tech-Coins voll. Falls am Samstag ein Update rauskam, dann ist das Update jetzt noch nicht draußen. Dieses Video ist nämlich ein wenig vorproduziert, weil ich, wie gesagt, nicht die Zeit habe, jeden Tag Videos zu machen. Muss ich an den Tagen, an denen ich Videos machen kann, auch mehr machen. Ja, hier, die kommen in 2 Tagen raus. Das bedeutet, wenn ihr das Video seht, dann habe ich diese Santa Paws hier schon. Ich kann aber erstmal nichts weiteres reinpacken. Warum habe ich zu viele Pets? Ich habe zu viele Pets, weil wir unglaublich viele Pets gefarmt haben, um sie zu verschenken. Und irgendwann kamen wir einfach nicht mehr hinterher mit dem Verschenken. Wir gehen mal in meine Bank und dann seht ihr, wir haben hier 195 Pets. Roblox Victor und Roblox Felix haben in den letzten Tagen ordentlich ausgemistet. Wir sind viele Pets losgeworden, aber hier sind immer noch ganz viele Dark Matter Festive Elves drin. Und vor allem ganz viele Dark Matter Jelly Aliens, die müssen weg. Die nimmt uns keiner mehr ab, deswegen muss ich die jetzt loswerden. Natürlich auch noch ein paar coole Mythicals. Die werde ich wahrscheinlich noch erhalten. Ein paar von denen werde ich heute verschenken und ein paar von denen werde ich auf dem Discord-Server verlosen. Und dann gucken wir rüber in die Bank von Crafter. Und in der Bank sind immer noch 600 Pets drin. Ab hier kommen jetzt die Pets, die eigentlich alle weg müssen. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Wir haben hier auch noch richtig viele normale Dragons. Wofür haben wir so viele Dragons? Wofür? Die müssen alle weg. Und deswegen gehe ich jetzt als allererstes mal auf meine Bank. Damit die Leute natürlich nicht enttäuscht sind, nehme ich auch ein paar Festive Elves dazu. Jetzt auf Withdraw und nehme hier alles raus, was ich finden kann. Wir brauchen Platz für neue Pets. Wenn das nächste Update rauskommt, wollen wir auch die nächsten neuen Pets in die Bank packen können. 50 Festive Elves. Dann holen wir uns noch ein paar Alien Arachniten hier raus. Und alle Red und Blue Fluffies, die wir noch haben. Sowie alle Jelly Aliens. Okay, wir sind mit den Jelly Aliens durch. Jetzt habe ich 133 Pets ausgewählt. Die ganzen Restpets hier nehme ich auch noch weg, die keine Mythicals mehr sind. Weil die brauchen wir später auch nicht mehr verlosen. Je später wir es machen, desto weniger werden sie wert sein. Ich gehe auf Withdraw. Dann haben 136 Pets aus meiner Bank rausgenommen. Und jetzt müssen wir noch ein paar Pets aus Crafters Bank rausnehmen. Dafür gehe ich natürlich auch wieder auf Withdraw. Hol mir hier jetzt aber auch, damit die Leute auch ein bisschen was davon haben, ein paar Rainbow Santa Paws raus, die ich heute verschenken werde. Ein paar Rainbow Silver Dragons, die ich heute verschenken werde. Und ein paar Rainbow Silver Stacks. Gingerbread Corgis haben wir auch. Gingerbread Cats haben wir auch. Stack Dominus. Das kommt jetzt alles raus. Die müssen alle weg. So, 150 Pets nehmen wir hier jetzt raus. Ich habe nur 50 Einladungen, weil mehr Einladungen kann man nicht haben. Aber die Leute, die mich eingeladen haben, die kriegen jetzt erstmal die ersten Pets ab. Das bedeutet, ich bin jetzt bei Adno in der Bank drin. Da sind auch ein paar nette Pets drin und ich packe jetzt noch ein paar dazu. Unendlich viele kann man ja nie dazu packen, weil die Banken immer begrenzt sind. Ein Rainbow Santa Paws, ein Rainbow Silver Dragon, ein Rainbow Silver Stack. Dann noch ein paar hiervon und ich glaube, viel mehr kann ich gar nicht reinlegen, weil er sonst sagt, Bank ist voll, oder? Pause, 13 Pets, hat funktioniert, perfekt. Bank kann ich verlassen und dann gehen wir bei Adrian rein. Hat auch cool, Alien Parasites in Dark Matter in der Bank. Sehr viele Dark Matter Ghoul Horses, krass. Naja, da packe ich jetzt auch noch ein bisschen was rauf. Erstmal natürlich ein paar von denen hier, weil die weg müssen, wie gesagt. Und natürlich von allen Mythicals 1. Deposit, 17 Pets, Success. Dann kann ich wieder rausgehen. Dann haben wir noch Apfelbaum, 55.555. Und der kriegt von mir natürlich auch ein bisschen was. So, und ich gehe das jetzt alles mal im Schnelldurchlauf durch, weil ich ja nicht jede Bank jetzt unbedingt moderieren muss. Sonst dauert das nämlich ewig lang mit dem Video. Wir wollen ja auch mal langsam mal fertig werden und auf den Punkt kommen. Oh, in die Bank kann ich viele Pets reinlegen. Er freut sich doch bestimmt über die Jelly Aliens. Red Fluffies, so ein Santa Paws, ein paar Rudolphs, ein paar Festive Elves. So, packen wir auch rein und verlassen die Bank dann direkt wieder. Und die Bank von Ich habe dein Handy 2, kann keine weiteren Member haben, also wird sie übersprungen. Wir gehen weiter zur nächsten Bank. Hier kann ich auch Pets reinlegen. Also machen wir das auch. Ein paar Mythicals, ein paar Dark Matter Pets, ein paar Rainbow Pets und vor allem die Jelly Aliens, die müssen wirklich weg. Noch eine leere Bank, wo alle Jelly Aliens rein können. So, und während ich hier diese ganzen Pets in die Banken reinpacke, kann ich euch ja schon mal davon erzählen, wir werden, auch wenn ich mit allen Bankeinladungen durch sind, werden wir noch ein paar Pets übrig haben. Und ich werde heute richtig viele von den Mythical Pets, von den Rainbow Mythical Pets, die wir haben, verlosen. Not enough space in the bank. Oh nee, nicht wieder sowas. Hör auf. Success, 22 Pets haben reingepasst. Perfekt. Verlassen. Ihr habt ja gesehen, wir haben sehr viele Dark Matter Mythical Pets. Und ich werde gucken, wie viele am Ende übrig sind. Und eine große Verlosung auf unserem Discord-Server starten, auf dem ich richtig
viele von diesen Mythical Pets verlosen kann an viele Gewinner. Das heißt, die Gewinnchancen sind sehr hoch. Wenn ihr noch nicht auf meinem Discord-Server seid, dann joint unbedingt auf den Discord-Server rauf, um an der Verlosung teilzunehmen. Die Verlosung sieht dann wieder so aus, dass ihr einfach auf dem Discord-Server in den Channel Verlosung, da ist dann die Verlosung drin, da reagiert ihr einfach auf diese Verlosungsnachricht. Und wenn ihr dann darauf reagiert habt, müsst ihr nur noch warten, bis die Verlosung aufgelöst wird. Mit etwas Glück kriegt ihr dann eine Direktnachricht vom Bot, in dem er schreibt: Herzlichen Glückwunsch, du hast die Verlosung gewonnen. Und ich füge dich dann zu einem Ticket auf dem Discord-Server hinzu, auf dem wir dann ausmachen können. Oh, not enough space in the bank. Warum? Indem wir dann ausmachen können, wie du auf Roblox heißt und wann du am besten Zeit hast, damit ich dir die Pets geben kann. Solche Verlosungen habe ich jetzt schon öfter gemacht und das werde ich auch in Zukunft weiter tun. Diesmal wird es eine ziemlich große Verlosung, also würde ich mich freuen, wenn auch viele Leute daran teilnehmen. Ich meine, ihr würdet euch bestimmt auch freuen, wenn wenig Leute daran teilnehmen, weil je weniger Leute daran teilnehmen, desto höher sind eure Gewinnchancen. So, packen wir Matt City jetzt auch noch ein bisschen was rein. Ich hoffe, auf seiner Bank ist Platz. Ich gucke nie nach, wie viel Platz auf den Banken ist. Ich hoffe einfach, dass es jetzt passt mit den 21 Pets. Ja, hat gepasst. Perfekt. Hallo? Ah, jetzt. Dann Arnie King. Manche Leute haben mehr Glück, weil ich mehr von den Mythicals reinpacke. Manche haben mehr Pech, weil ich mehr von den Jelly Aliens reinpacke. So ist nun mal das Leben. Die Leute, die hier oben sind, das sind Einladungen, die ich am frühesten bekommen habe. Das bedeutet, das sind die auch, die jetzt schon am längsten darauf warten, dass ich was in ihre Bank reinpacke. Und die kriegen auch die meisten Pets grundsätzlich. Weil je mehr Einladungen ich abarbeite, desto weniger Pets werde ich haben. Und desto weniger Pets werde ich automatisch dann auch reinpacken. Sam Harley können wir jetzt auch wieder verlassen. Und dann in Alphasteins Bank reingehen, wo es nichts drin ist. Das heißt, da kann ich mich wieder ordentlich abladen. Aber ich habe inzwischen schon ordentlich abgeladen. Eigentlich kann ich jetzt von jedem Pet einfach noch eins reinpacken und dann passt das. Und dann gehen wir nach und nach die ganzen Banken weiter durch. Alles muss weg hier. Alles. Nehmt meine Pets und dann geht. Hui, was ist das denn für eine Bank? Bei Stanley Bro läuft auf jeden Fall. Mit meinen Geschenken läuft es ja noch mal ein bisschen mehr, aber so viel wird es jetzt auch nicht ausmachen. Wer weiß, ob er es überhaupt mitbekommt bei dieser Bank. Und zwischendurch kann ich jetzt auch wieder ein paar Pets aus meiner Bank rausnehmen, die wir noch nachladen wollen. Damit die letzten Einladungen jetzt auch nicht leer ausgehen, holen wir noch ein paar mehr Pets hier zum Verschenken. Und ich denke, so ein paar Darkmatter und Offpull-Wolves, über die freut sich bestimmt jeder. Also dann noch schnell mal 200 Pets nachladen. Und die können wir dann wieder auf die nächsten Banken raufpacken. Torfußball kann keine weiteren Member haben, also gehen wir rüber zur Bank von Philipp, gehen wir auf Deposit und laden dann nochmal Pets ab. Da sind auch immer ein paar gute für die Pet Collection bei, wenn man die schlechteren Pets hier in Dark Matter macht, weil, wie gesagt, schlechte Pets in Dark Matter farmt ja niemand aktiv. Dementsprechend haben die meisten Leute die nicht in der Pet Collection drin. Auch immer sehr praktisch, solche Pets einem noch in die Bank zu legen. Ja, ziemlich viele, die jetzt nicht mehr genug, nicht mehr weitere Member haben können. Die Bank habe ich, ich habe jetzt gerade nicht genau hingeguckt, aber ich glaube, die Bank ist fast voll. Hier kann ich gar nicht so viel reinpacken. Ja, versuchen wir es mal mit 9 Pets. Okay, 9 Pets haben gepasst. Dann können wir es auch wieder verlassen und gehen rüber zu Ben Cool Cool oder Banks Cool Cool. Zwei Banken, die nicht mehr weitere Member haben können. Okay, jetzt die nächste Bank. Oh, wir haben nur noch 19 Einladungen. Also muss ich jetzt langsam auch immer die Pets hier unten alle reinpacken. Aber natürlich die Pets oben auch nicht vergessen, damit die Leute nicht traurig sind. So, Success, können wir verlassen. Und dann in die nächste Bank. Verlassen und Rashid Roblox 222. Bitte sehr. Juliusheimer 1. Packen wir wieder was rein. Und auch in die Bank packen wir noch ein bisschen was rein. Und langsam gehen mir wieder die Pets aus. Ich glaube, ich habe ziemlich gut kalkuliert. So, you know, Member. Bisschen hiervon, bisschen davon, bisschen hiervon. Verlassen. Und dann die nächste Bank. Oh, ich glaube, ich habe gerade bei einer Person auf Ablehnen gedrückt. Das ist natürlich mies gelaufen. Dann hat die Einladung nicht funktioniert. Das kommt schon mal vor, wenn ich so richtig hart jetzt in diesem Film drin bin und die ganze Zeit annehmen, reinpacken, rausgehen drücke, dann verklickt man sich auch manchmal. Das ist dann natürlich ungünstig, wenn ich einfach die Bankeinladung abgelehnt habe. Cannot have more members. Okay, jetzt sind nur noch 4 weitere Banken, in die ich was reinpacken kann. Also hier noch ein Silver Stack, 2 Rudolphs, Fire Dog, Festive Cat, bitte sehr, verlassen, verlassen. Nächste Bank, so. Festive Dragon, Cyber Fox, Werwolf, Rudolph, North Pole Wolf und ein Center Paws. Bitte sehr, verlassen, verlassen, ja. Gamer King, rein da. Und da kann ich dann auch noch ein bisschen was reinpacken. So, 9 Pets reinpacken, bitte sehr. Bank verlassen. Und die letzte Einladung, gehen wir rein. Legen den Silver Stack rein, die restlichen Rudolphs, die ich habe. Du kriegst einfach den ganzen Rest, den ich hier jetzt noch übrig habe. Tada! Die Bank können wir jetzt auch verlassen. Und dann habe ich die ganzen Pets verschenkt. In meinem Inventar sind jetzt noch 75 Pets. Dabei sind natürlich noch einige ziemlich gute Pets dabei. Und diese Pets, die könnt ihr haben, wenn ihr sie haben wollt. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, kommt auf meinen Discord-Server, nehmt an der Verlosung teil. Ich werde euch jetzt noch einmal zeigen, wie das funktionieren wird.
Zu dem Zeitpunkt, an dem ich jetzt dieses Video aufnehme, ist die Verlosung noch nicht da. Aber direkt, wenn das Video hochkommt, wird die Verlosung dort sein. Ihr werdet es sehen. Hier sind wir jetzt auf Discord. Wenn ihr auf dem Discord-Server seid, müsst ihr natürlich ganz am Anfang, wenn ihr raufkommt, oben im Channel Verification hier auf Regeln gelesen drücken, dann auf Regeln akzeptiert drücken. Eure Reaktion geht dann automatisch wieder weg. Keine Sorge, das soll so sein. Das ist halt der Zeichen dafür, dass es funktioniert hat. Dann kriegt ihr Rollen, mit denen ihr auch diese Public-Section hier sehen könnt. In der Public-Section ist ein Channel, der heißt Verlosung. Den klickt ihr an und dann seid ihr auch schon im Verlosungs-Channel. Hier seht ihr, so sieht ein Giveaway ungefähr aus. Wenn ihr auf dieses Symbol hier drückt, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Bei der hier geht es jetzt nicht mal mehr, weil hier steht schon Giveaway beendet. Das ist jetzt ein altes Giveaway, wo wir in Dark Matter Galaxy, Fox, Silver Dragon und Silver Stack verlost haben. Diesmal werde ich viel mehr verlosen. Das suchen wir uns jetzt raus. Ihr drückt einfach auf Reagieren und wenn dann das Datum, welches hier dann immer steht, abgelaufen ist, werden die Gewinner benachrichtigt und es gibt so eine Nachricht. Herzlichen Glückwunsch an Firefox, Legend, Sam und The Numb of the Beast, die alle schon ihre Gewinne erhalten haben, weil das ist ja eine alte Verlosung. Also schauen wir jetzt mal, was wir verlosen werden. Hier seht ihr die Pets, die ich gerade im Inventar habe. Diese ersten 6 Center Paws hier, die werde ich verlosen. Die gehen an den ersten Gewinner der Verlosung. Es wird bei der Verlosung 4 Gewinner geben. Der erste, der genannt wird, kriegt diese 6 Rainbow Center Paws. Der zweite, der genannt wird, der bekommt diese 5 Rainbow Center Paws und diesen 1 Silver Dragon. Der dritte Gewinner bekommt 6 weitere Silver Dragons und der vierte Gewinner bekommt 6 Silver Stacks. Dadurch verlose ich insgesamt 24 Rainbow Mythical Pets aus dem Weihnachtsevent. Wenn die Verlosung dann aufgelöst wird, ihr seht das Video, glaube ich, am Sonntag. Die Verlosung wird wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch aufgelöst. Das muss ich noch schauen, wie das zeitlich passt. Das werden wir sehen, wenn die Verlosung dann da ist. Kommt auf den Discord-Server, klickt es an, dann steht da das Datum, wenn es aufgelöst wird. Dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Pets oben drauflegen, weil ich bin irgendwie immer so, dass ich am Ende noch ein bisschen was oben drauflege. Aber wenn ihr an der Verlosung teilnehmt und gewinnt und es wird 4 Gewinner geben und es werden nicht tausende Leute dran teilnehmen, also die Gewinnchancen sind sehr hoch bei 4 Gewinnern, dann bekommt ihr auf jeden Fall 6 Rainbow Mythical Pets aus dem Weihnachtsevent. Genau diese Pets hier. Wie gesagt, der erste Gewinner kriegt 6 Rainbow Center Paws, der zweite kriegt 5 Rainbow Center Paws und einen Rainbow Silver Dragon, der dritte bekommt 6 Rainbow Silver Dragons und der vierte bekommt 6 Rainbow Silver Stacks. Auf jeden Fall genug Pets, um damit erstmal gut beim nächsten Update zu grinden, welches vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob am Samstag ein Update kommt. Das Video ist, wie gesagt, vorproduziert. Vielleicht nehmt ihr auch schon an der Verlosung teil, weil die Verlosung wird ja schon auf dem Discord-Server sein, bevor das Video veröffentlicht wird. Aber sie wird, wie gesagt, erst aufgelöst am entweder Dienstag oder Mittwoch. Müssen wir sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!